ECAMWERC. Schon wieder? What the fuck? Tamar ist ja tot, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich möchte kurz anmerken, dass ich 25 Kometen 50 gesehen habe, doppelt. Also. Können wir Spenny raushauen, bitte? Okay. Also erstmal möchte ich... Das finde ich jetzt frech. Ja, Spenny war frech. Spenny war frech zu... Spenny war bei mir. Ich habe eine Vermutung. Spenny war bei mir. Nee. Ich habe eine Vermutung, pass auf. Ich bin... Darf ich vielleicht erstmal sagen, wo ich die Leiche gefunden habe? Wollen wir jetzt spielen oder wollen wir einfach nur Spenny rausvoten? Nee, wir voten einfach Spenny raus. Maser kann mich verteidigen. Ja, okay, dann voten wir halt Spenny raus. Ja, danke, Karl. Ich habe eine gute Vermutung, wer es ist, aber ja. Das sage ich erst nächste Runde. Wollte ich gerade sagen, nächste Runde. Spenny. Ich hab mir alles aufgeschrieben und Dizzy ist der einzige Suspekt ist. Ja, auf jeden Fall. Also, können wir jetzt bitte Spenny erst mal raushauen? Ach, stimmt, man votet erst bei 6. Was ist aus dieser Gruppe geworden? Ich hab also, hier die Faust. Was ist aus dieser Gruppe geworden? Oder? Warum diskutieren wir gerade? Können wir Spenny rausschmeißen? Der war frech zu Tama. Spenny war es, Dizzy. Wer Spenny votet, ist... Maserwort, damit er sein Maul hält? Echt? Ja. Ich habe übrigens bei Dizzy im Stream gesehen, dass es Dizzy ist. So, ja, hab ich nicht auch. Kill der weiße Mann, ey. Typisch. Sorry. Ich finde es aber auch gut, dass konsequent auch alle Toten einfach reden. Finde ich gut. Du sollst dich auch wertlich mal wer ist reden, oder? Resilp? Das ist mal, lass aber ohne Muten spielen einfach. Das fände ich gut. Dann könnte ich sagen, wer mich umgebracht hat. Wer ist denn da überhaupt? Kann jetzt ja mal einer vielleicht ein Dings aufmachen? Lies mal rückwärts, du Hurensohn. Ey! Hallo! Hör mal her, Macker! Das ist imperativ. Wenn die Toten reden, hat man es viel einfacher, weil als Tama geschrien hat, musste ich einfach nur suchen, wo seine Leiche liegt. Mhm. Das war gut. Ja, wahrscheinlich neben dir. Warst ein bisschen blind. Ja, wahrscheinlich hast du den selbst umgebracht. Deswegen hat es so lange gedauert. Also außer ich war wie blind, hab die Leiche nicht gesehen. War das jetzt ein Geständnis? Das war sag mal, Pixina, was machst du denn jetzt da? Schreibst du noch deine Memoiren? Ja, ich raff immer ab, sie wird einfach nur Bullshit geredet. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Na, du sollst Benny rausvoten! Nein, Dizzy voten! Wenn du jetzt Benny votest, der Geist hat doch gesagt, es ist Dizzy. Mach also, das war jetzt dumm. Random irgendwo auf dem Monitor. Ich... Also, was war das denn jetzt, Leute? Ihr spielt das viel zu ernst, Mann. So, erstmal Entschuldigung, dass ihr eure Tasks nichts weitermachen könnt. Nicht Mann! Weitermachen. Ja, Hey, Mann! Karl! Was ist denn deine Vermutung gewesen jetzt? Pass auf, ja. Also... Ja. Ich bin, schön, dass ich jetzt Gehör finde. Mhm. Ich habe die Leiche von Bläuser gefunden und zwar im Storage-Raum, aber nicht so wirklich, also es war noch Storage, aber es war quasi auf dem Weg zu Admin. Und auf dem Weg zu Admin habe ich oben. Ja, Ditzel. Wo ist ein Admin? Bitte? Wo ist ein Admin? Admin ist da, wo die direkt unter Cafeteria. Ach, das dieser kleine Raum, wo die. Richtig. Ah. Und meine Vermutung ist die folgende: Die Person, die ihn getötet hat, muss Richtung Admin gelaufen sein. Fick mich doch. Und deswegen wollte ich fragen, wer Admin war und war ob Admin. Da vielleicht neulich einer reingelaufen ist. Aber es war erst letzte Runde, ne? Ach so, ja, okay. Dann das ist natürlich dumm jetzt auch. Ja, direkt. Ich weiß, wer es ist. Ich hab keine Ahnung. Ich!
Ja gut, denn ey, denn Leute, denn ziehen wir durch. Denn ich jetzt. Wir ziehen durch jetzt. Das kann doch nicht sein. Das ist männlich. Marvel einfach weiter, Sherlock Holmes. Stabil einfach. Ich ziehe meine Pfeife. Oh Mann, ey. Oh. Was ist denn jetzt hier los? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Steht ihr da zu dritt um eine Leiche und bumst die oder was macht ihr da? Also das ist auf Leiche konzentriert. Ich glaube, also, da stehen drei Leute auf einer Leiche und machen nix. Ja, also, Till, es ist Ausschlussverfahren. Also ich würde ja Mobs boten jetzt. Es ist tatsächlich Mobs. Ach, Karl steht da an der Task und ist verpeilt und rafft's nicht. Marsa ist einfach nur krank und rafft auch nicht. Und ich geh rein und guck mir das an, wie die beiden zwei auf der Leiche stehen und dann kommt wieder Report. Sorry, Till. Es ist Safe Mobs. Er hat den irgendwann getötet, ist er gewendet oder so, weil die beiden die beiden waren einfach nur lost. Wo war jetzt? Sherlock Holmes hat versagt. Es ist hundertprozentig Mobs. Habt ihr jetzt Tama umgebracht und habt da Rudelbumsen gemacht? Nee, Tama haben wir. Nee, warten mal. Er hat zu dritt. Oder ist es Karl und er tut nur so, als wäre er komplett verloren? Ey, also erstmal war ich nicht komplett verloren, sondern ich war derjenige, der das Licht wieder angemacht hat. Um das mal festzuhalten. Und zweitens, wie kann das bitte sein? Ich war der Erste, der da steht. Ich war legit der Erste, der da steht. Dann ungefähr eine Viertelstunde auf der Leiche. Ja, bitte? Karl ist es. Alle dann ist Marse reingelaufen, hat sich das angeguckt, wie du auf einer Leiche stehst. Und ich habe mir dann angeguckt, wie ihr beide. Wenn es Karl nicht war, dann war es Till. Und dann kam die Tür rein und hat sich gefragt, warum wir zu dritt auf der Leiche stehen. Also wir müssen voten. Wen habt ihr jetzt gewotet? Karl, ich hab Till gewotet. Ich glaub, war wirklich Mobs. Ich sehe das bei dir im Stream. Das ist so dumm. Oh, wenn ich kann Tama ja verstehen, der ist immer tot, ne? Der möchte sorry, auch mal was sagen. Sorry. Ich wusste es. Hä? So trollos. What the fuck? Auch oh, gewonnen. Oh. Ja. Gewonnen. Wie kann das denn bitte sein? Hat man einfach mal drauf rumgehüpft oder so? Ich bin der Erste, der gestorben ist. Es standen zwei Leute und ich habe einfach, weil es dunkel war, eingetötet und dachte, der andere wird instant reporten. Und dann ist das aber nicht passiert. Dann habe ich auch angefangen, die Tasks zu machen. Ich würde mich auch einfach freuen, wenn ich mal spielen dürfte, aber hey, ist okay. Ich stand am Kasten und hab gedacht, geil, wie mache ich das? Dann lass dich doch nicht töten. Ich hab eigentlich voll Hunger. Ich muss schon wieder Aufgaben machen. Ja, moin. Ja, wo war die? Wo war die Leiche? Man steht hier am Tisch, wenn Besprechung ist. Mein Stackkill. Wo war die Leiche? Beim Download war mein Stackkill. Also das alle am Downloaden und dann einfach. Welche Download, Alter? Es gibt mehrere Downloads. Ich stell auch an Eimer. Bei ganz ehrlich, du hast das schon schon eigentlich versagt. Bei dem Meteoren-Scheiß da. Ach, bei Meteoren. Bei Weapons. Oben rechts, oder? Bei Weapons. Der Gaming Room, da wo der Sessel ist. Oh, man, da waren alle, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Ich hab da Lega umgebracht. Wen hast du umgebracht? Lega bei Electrical. Wer, du? Ja, dann einmal kurz Spenny wo. Ja, wollte ich gerade sagen. Spenny. Was ist das? Wo bin ich hier? Das ist halt offensichtlich.
Nee, Zina, Bruder, in dieser Lobby spielst du nicht, um dein Rating zu pushen. Kraft das doch mal. Wir sind halt einfach gut. Du musst jetzt mich voten. Das ist eine hier eine Smurf-Runde, wo wir Elo pushen einfach. Rating einfach. Ja, okay. Was für Scheiße. Ich dachte schon, Milchbaum ist nicht drin. Das war gerade Mars Report. Karl, was hast du denn da gemacht jetzt? Ich möchte kurz anmerken, dass Blut eiskalt auch dran vorbeigelaufen ist. Hä, was bin ich? Ich habe gerade drauf geklickt. Du bist erst lang gelaufen und dann eiskalt dran vorbei. Hä, ich bin nicht dran vorbeigelaufen, ich stand mitten drauf. Ja, jetzt gerade, aber davor, wo du nach unten ganz unserem Terminal gegangen bist. Hä? Die Leiche lag da links und rechts das Terminal. Ich konnte ihn von dort aus nicht sehen. Ja, du bist aber von unten nach oben gegangen. Hä? Ja, von oben nach unten. Hä? Was redest du, Alter? Ich bin sehr verwirrt. Ich glaube, Masa war die ganze Zeit bei mir. Also ist Blo. Hä? Ich hab gerade das Hexagon-Ding da gemacht unten. Ja, du kannst ja alles sagen, was du gerade gemacht hast. Das können viele erzählen, das sage ich dir so, wie es ist. Ja. Tama ist so ruhig, ich möchte mal eine Meinung von Tama hören, weil ich habe echt die Befürchtung, dass er sehr zuss ist, weil er nichts sagt. Nee, ich mache die ganze Zeit Aufgaben und habe ehrlich gesagt noch niemanden gesehen. Zuss. Welche Aufgaben machst du denn? Wo warst du denn? Ich war bereits in Electrical, ich habe oben im Lab da, in Map Bay, habe ich eine Aufgabe gestartet. Ich will eine genaue Aufgabe mit der Zeit, die du dafür verwendet hast. Ja, ich war im Map Bay, habe die Aufgabe gestartet, da muss ich eine Minute warten. Dann bin ich ganz nach links in den Raum gegangen, da wo ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eingeben muss. Dann bin ich in Electrical gegangen, da hatte ich drei Aufgaben. Einmal Kabel zusammentun, einmal diese drei Regler, die immer kommen, wo du dann rechts auf den Knopf drücken musst, wenn der Punkt an der Seite ist. Und da war noch eine dritte Aufgabe. Kabel zusammentun. Ich bin genau hinter Tamailofen und habe die gleichen. Weiter war ich noch nicht, ja. Warum hat Lezina noch nichts gesagt? Lezina hat große Erfahrung und ist ein professioneller Spieler und er sagt gar nichts. Weil ich in Electrical war und nichts mitkriege. Und ich habe da drei Aufgaben. Electrical wäre die richtige Richtung. Aber was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass Bulrak einfach Tama nachredet und nicht zusammenfassen kann, was er gerade getan hat. Das finde ich sehr auffällig. Warum? Ich kann natürlich kann ich. Ich habe Bulrak auch einmal gesehen. Jetzt kommt aber ein Stotter. Das ist sehr weird, dass er mich jetzt nennt. Ich bin Bulrak raus, ja. Wow. Da muss man auch einfach sagen, wenn einer gut argumentiert, kann man auch nichts sagen. Ihr seid so fucking dumm. Ich hab für den falschen. Ihr seid so dumm. Sehr gut argumentiert, Nils. Danke, ja. Das ist so bescheuert, ey. Okay, wer ist gerade in Admin reingegangen? Mann, 19 Kometen. Wer ist gerade in Admin reingegangen? Lezina war es nicht. Nein, ich hab grad. Ich war's auch nicht. Wo warst du mal so? Ich war Dings, wenn du rechts vom Hauptraum runtergehst, also rechts gehst, dann runter. Und vielleicht nicht in Admin rein, aber vielleicht in Cafeteria hochgegangen.
Also ich war Cafeteria rechts rum und dann nach unten. Nee, du stotterst mir zu viel. Nee, der ich bin betrunken, meine Huren so. Hey, aber doch bitte mal Respekt vom Alter jetzt hier. Sehr aggressiv oh, auch. Ja, finde ich auch. Da muss Maser raus. Was. Ja, gut. Muss raus. Alkohol. Ich hasse euch. Was los? Wir ziehen ja Maser was. Wir kennen Maser, wir wissen, wie er redet, wir wissen, wie er auftritt. Deswegen, wir haben einfach sein Verhalten gelesen. Ja. Macht irgendwer den Reaktor? Kurz aus dem Aufnehmen. Metzina, Alter! Metzina, Alter! Das ist natürlich unangenehm. Das ist nicht euer fucking Ernst. Ich stehe hier als ein Pendel und Metzina bist nur als zweit Pendel, aber geht nicht. Ich hatte nur noch eine Aufgabe, ich wollte noch zu Ende machen. Saufen auf, nein. Max, da haben wir noch Alkohol. Kurz auf dem Off, nein. Ich trinke zwar nicht, aber ich brauche jetzt was. Was denn? Der Anfang tut mir leid, ich habe voll verschenkt, wo der Kill-Button ist. Alles gut, kein Problem, wir haben ja trotzdem gewonnen. Ich meine, ganz ehrlich, ich stand am Tisch, ich hätte Lezina jetzt rausgevotet. Das hätte auch geklappt, keine Sorge. Ich finde das nicht gut, mit was für einer Überzeugung du das sagst, ekelhafter.